Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Projekt, Let's Play, wie auch immer, auf meinem Kanal. Ihr seht schon, worum es geht. Es geht um den ersten Teil von Remothered. Ich meine 2018 entschieden, genau, erschien. Als Trilogie geplant. Teil 2 ist auch schon draußen. Soll aber relativ hart verbuggt sein. Ja. Deshalb, egal, wir fangen erstmal mit Teil 1 an. Es ist Horror. Man sieht es, man hört es. Es kommt schon so ein bisschen horroriges Feeling rüber. Ja, würde ich einfach mal sagen, rein da, oder? Auf geht's. Achso. Gut. So, gehen, rennen. Du, was mit R1? Okay, Taschenlampe. Interagieren, untersuchen. Ausweichen. Oh ne, ausweichen. Alter. Also es geht doch schon darum, im weitesten Sinne, man muss rumschleichen. Ein bisschen rumsneaken. Gegenstand platzieren, Gegenstand werfen. Okay. L1 ist Sicht ändern, das ist schon mal gut. Wir gucken einfach mal. So, is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? From the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear, I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name. And it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, that all this began. Give me a kiss, so you know what you're gonna mean.
Looks like it's gonna rain again. Genau so. Es sieht aus, als ob es bald wieder regnen würde. Okay. Und damit noch einmal herzlich willkommen im Spiel. Ist das Judy Foster? Nee, ne? Irgendwie so die junge Judy Foster à la Schweigen der Lämmer oder? Naja, es sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten da. So, hier ist unser schniekes Gefährt. Man hat eben in diesem, ich nenne es mal Interview gesehen, die alte Dame Mrs. Svenska, glaube ich, ist, achso, genau, R1 verlaufen, ist nach Italien zurückgekehrt. Das Spiel kommt tatsächlich auch aus Italien, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Tut mir leid, wenn ich jetzt Scheiße erzähle. Aber ich bin mir da doch relativ sicher. So, wir haben jetzt im Intro. Wir haben mal dieses Bild gesehen. Missing. Vermisst seit Donnerstag, dem 14. Oktober 1971. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in. Ne? Weißt du Bescheid? Geburtsdatum 8. Februar 1958, weiblich, weiß, 13 Jahre alt, hellblond, blaue Augen. Zuletzt, keine Ahnung, trug sie ein weißes Kleid mit Schleifen und weißen Schuhen. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden. Ja, jetzt stellt sich halt die Frage, wir haben halt eben im Intro noch im Bulli. Ja. Im Sprinter, würde ich sagen. Der gute Benz. Italienisches Kennzeichen? Keine Ahnung. Haben wir noch ein Foto gesehen und zwei Briefe. Ach, da ist schon das Haus. Ja. Ne, vielleicht sind wir Privatdetektivin oder irgendwas, ich weiß es nicht. Achso, ich dachte, das wäre eine Tür. Hallo? Hallo? Alter, was hat sie denn? Achso, ist Raucherin, ne? Oh, was ist das denn? Schnippschnapp, Skiers. Ab 31. Oktober 1971 im Kino. Müsste man vielleicht mal nachgucken, ob es diesen Film wirklich gab? Ich bezweifle es eigentlich. Aber hey, gibt's hier sonst irgendwas, was man
Junge, wie läuft sie denn? Okay, das ist Kamera wechseln. Ich glaube, das kann ganz nützlich sein, wenn man nachher durch die Bude sneakt und so ein bisschen um Ecken schauen will. Da wird das, glaub... Ja, hey, Judy Forster. Wenn ich daher will, dann will ich daher. Junge, 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 Junge. Gut. Achso, genau, ich wollte noch... Guck mal, wir haben doch... Erreiche die Villa von Mr. Felton. Mr. Felton. Das ist das Foto, was wir eben im Auto gesehen haben. Kann ich das... Meine liebe Jennifer. Okay. Was ist das Abzeichen? Dr. Rosemary Reed. Researcher Therapist. Das ist doch ein ganz anderes Foto. Das sind doch nicht wie... Ach, egal. So, Krankenakte. Patient Mr. Richard Felton, zu dem wir jetzt anscheinend auf dem Weg sind. Geboren am 16. Februar 1920. 1958, erste Diagnose der Symptome. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen kurzatmig bin, aber ich habe Allergie, Pollen, Gräser, alles mögliche und das ist heute irgendwie ein bisschen außer Kontrolle geraten. So. Entschuldigung. Notfall, Krankenhausaufenthalt. Der Patient klagte über schlimme Schmerzen im Unterleib wegen Durchfall und plötzlich übergeben. Okay. Er bat um Aufnahme in ein Krankenhaus. Ein Krankenwagen holte ihn von zu Hause ab und brachte ihn zu einer ausgiebigen klinischen Untersuchung. Vermutet wird Parasitismus. Hm. Lecker. Röntgentest am Unterleib. Die erste Untersuchung des Unterleibs ergab Hydro-R. Abstufung. Was ist das denn? Hydro-R? Entschuldigung. Hydro-R. Abstufung in den Hohlräumen des Unterleibs. In den Nieren, der Leber und im Darmbereich wurden eitrige Stellen wie auch ungewöhnliche Verformungen festgestellt. Parasitismus? Alter, was ein Wort. Die betroffenen Bereiche sind voll mit den üblichen Mikroorganismen, welche zwar beschädigt, aber weiterhin aktiv sind. Nach dem Entfernen der Geschwüre gab es Hinweise auf die Vermehrung verschiedener Parasiten. Motten? Welche durch ungewöhnliche zelluläre Aktivitäten geprägt waren. Die Ursache dafür liegt vermutlich in den betroffenen Bereichen. Bluttest und Urinanalyse. Die Bluttests zeigen eine bemerkenswerte Steigerung der weißen Blutkörperchen und weisen auf Entzündungen hin. Möglicher Zusammenhang mit dem Parasitismus. Wenn ich dieses Wort noch einmal lese, dann raste ich aus. Testosteronmangel und offensichtliche Präsenz von Östrogenen wurden ebenfalls festgestellt. Möglicherweise nicht in Bezug auf die Krankheit. Die Urinanalyse zeigt Spuren von Blut und Follikeln, ähnlich wie Larven, eine Überdosis Drogen, Opiate und einen Überschuss an nicht genehmigten Psychodrogen, Antidepressiva, ohne Rezept. Monoaminoxidase? Entschuldigung, Monoaminoxidase. Hemmstoffe, Alter, keine Ahnung. Ich vermute einen Phenoxylmissbrauch. Gut, dass ich kein Arzt geworden bin. So. Patient mit WGP heißt wucherndem, geschwürigem Parasitismus. Okay. Die eine Veränderung der Organe aufzeigen. Wegen der großen Anzahl der betroffenen Bereiche und dem labilen Gesundheitszustand kann kein chirurgischer Eingriff vorgenommen werden. Weitere Untersuchungen werden eingeleitet. Dr. G. Accardi. Junge. Medizinische Untersuchungsnotiz. Sehr geehrter Dr. Richard Felton, mit diesem Brief wollen wir Sie darauf aufmerksam machen, sich dringend von unseren Spezialisten untersuchen und behandeln zu lassen. Sie besitzen viel Erfahrung im Umgang mit Patienten, die an einer schwächenden Krankheit wie Sie leiden. Selbstverständlich verstehen wir Ihre Einwände, sich in Behandlung zu geben. Nichtsdestotrotz möchten wir Ihnen dazu raten, sich an unserem Institut behandeln zu lassen. Alter, was ist denn los? Lalalala. Nachdem Sie nicht in der Lage sind, mit uns zu kommunizieren, würden wir Sie bitten, Ihre Frau Ariana Gallo zu informieren, damit sich diese mit uns in Verbindung setzt.
Wir bitten Sie, in den vereinbarten Terminen komplette Röntgen- und urologische Untersuchungen. Ach so. Okay, zu erscheinen und nicht durch Anwesenheit zu glänzen. Entschuldigung, Abwesenheit zu glänzen. Alter. Mit freundlichen Grüßen, Dr. G. Accardi. So, das haben wir schon gelesen. Und das ist Schnippschnapp. Gut. Alter, was eine Textur. Alter, ich habe gelesen, warum ist die denn sie... Alter, es geht... Entschuldigung, was haben wir denn noch so? Aktion. Die Ankunft nahe dem Spielplatz. Neben dem verlassenen Spielplatz in einem alten weißen Van wartet eine Frau. Sie schaut ein altes Bild von einem Mädchen weinerlich an, während sie eine Zigarette raucht. Okay. Die Frau mit dem Namen Rosemary Reed steigt aus dem Van und wirft ihre Ermittlungsergebnisse weg? Hä? Okay. Von mir aus. Junge, Junge, Junge. Ja, ich glaube, hier gibt's nichts mehr, ne? Gut. Pitsch, patsch, pitsch, patsch, pitsch, patsch. So. Oh. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Ja. Nette Leute. Warte mal, hier war doch auch noch was. Ich fühle mich immer beängstigt, wenn ich Statuen und Spiegel anschaue. Ja gut, ja, das Gesicht geht eigentlich. Nette Leute, Alter, wenn ich mir so die Fenster angucke, ne, was da für Gitter vor sind, Alter. Ich will da nicht rein. Also, es ist von 2018. Das ist jetzt, was haben wir denn jetzt, 21, ne? 3 Jahre her. Gut, das ist, ich meine, es fing als kleines Indie-Studio an. Kleines Entwicklerteam. Ach, ich würde sagen, wir sind ja jetzt nicht so die Grafikkuchen, ne? So, und hier erstmal ein bisschen. Das kann ich jetzt nicht mehr. Achso, okay, ich kann mich jetzt nicht ducken. Geht jetzt nicht. Ich bin außer Puste. Oh Gott, ey. Was ist das eigentlich für eine. Ach so, da fehlt einfach nur der Kopf. Ja gut. Kann ja mal passieren, wa? Da auch? Mhm. Okay. Gut, der Nachbar hat anscheinend Hunde. Alter. Das Haus ist ja noch größer. Obwohl, vielleicht doch nicht. Warum nicht beim Nachbarn rein? Der hat bestimmt nicht solche Gitter vor den Fenstern. Oh, Statue mit Kopf. Hammer. So. Das sieht doch nach ein... Das sieht nicht nach Eingang aus. Was ist das? Schere, gib mir das. Wir müssen uns ja auch irgendwie hier durchmeucheln. Was ist das denn für ein Kaktus, Alter? Hallo? Mr. Felton? Gut. Aber rein da. Hallo? The gate was open. Are you there?
Klar, das Tor war offen. Is anyone there? Mädchen, ey. So. Muss ich irgendwie einen Schlüssel finden oder so? Boah, wie die läuft. Junge. So wird das aber nichts. Die haben ja alle nichts an. Was ist das denn? Ey, da kann man hin. Ey, aber man kann nichts machen. Ha. Verrückt. Gut, hier habe ich doch eben noch... Jo, habe ich richtig gesehen. Ab durch den Rosenbogen. Tunnel. Genau, ab durch den Rosentunnel. Ich kann echt noch nichts machen, ne? Nee. Außer laufen. Okay, das... Ich muss zugeben, das nervt ein bisschen. Das hätten die Entwickler ruhig auch nachträglich noch rauspatchen können. Dass sie so eskaliert, wenn sie läuft. Ey, was ist denn los? Was ist denn mit dem... Weißt du, wie die aussieht? Ah, oder auch nicht. Okay. Nichts gesagt. Ziemlich angsteinflößend. Da! Du hast ihr Gesicht noch nicht gesehen. Ha. Gut, das bringt nichts. So. Da ist auch nichts. Okay, wahrscheinlich... Müssen wir einfach erstmal nur ins Haus, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Hallo? Hallo? Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Okay. Mr. Felton hasst den Geruch von Rauch. Ja. Stellt sich aber ein bisschen an, der Gute. Oh nein, jetzt kann ich nicht laufen. Gott. Was zur Hölle? Please, this way. Ich bin an ihn dran. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Oh ja. You assist Mr. Felton all day? Mitarbeiter des Monats. From midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along.
Also wenn das Haus richtig schön gepflegt wäre, dann wäre das bestimmt But you know, when mega. She's home, she listens to the same music, the same song, over and over. Over and over. Lalalala. Gut. Gummistiefel. Hey, wir können einfach noch nichts machen. Was haben wir denn da? Okay, das sind komische Bilder. Mhm. Jetzt geht noch eine höher. Alter, wie groß ist denn dieses Haus? This way, please. Okay. And Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Okay. Hey, Junge, was guckt sie denn immer so skeptisch? Ist doch nur ein unaufgeräumtes Büro. Vorerst. So, wir können uns ein bisschen umsehen. Natürlich mit skeptischem Blick. Gott. Boah, was sind das für Klauen da oben? Neuen Sammelgegenstand eingesammelt. Okay. Die Krönung der Jungfrau. Das junge Mädchen starrt sprachlos in den Himmel und ein Lichtstrahl trifft sie. Aber etwas stimmt nicht. Vom dunklen Himmel zieht ein Sturm auf, mit scheußlichen Händen von unbekannten Kreaturen. Durch das Bild fühle ich mich unwohl. Ja, du fühlst dich irgendwie schon die ganze Zeit unwohl. Komisch, Troller. So, von da sind wir reingekommen, ne? Hier drin stehen auch Statuen. Wer hätte es gedacht? Gott, diese Teppiche, ey. Wahnsinn, davon hatte meine Oma auch immer ein paar. Ich weiß nicht warum. Dachte man damals, das ist edel? Edel, modern, schick. Jeder musste es haben. Ich will nichts sagen, aber der Teppich hat eigentlich eine relativ gute Auflösung, oder? Also für so einen Teppich. Also für so einen Ingame-Teppich, meine ich. Was ist das denn? Oh. Mr. und Mrs. Feltons Farm. Rosso Gallo. Ne, Italien. Und so. Rosso Gallo geschlossen. Gefahr durch Verseuchung. Wyman und die Feltons wurden wegen kriminellen Tätigkeiten gegen Verbraucher und Arbeiter angezeigt. 2. Oktober 1971. Die Rosso Gallo Farm, der Stolz der Gallos, wurde wegen vermeintlich Verseuchung geschlossen. Wurde wegen vermeintlich Verseuchung? Egal. Es wurde berichtet, dass einige Produkte von giftigen Pollen infiziert wurden. Dies könnte der Grund des ernsten Parasitismus sein. Die Besitzerin Ariana Gallo oben rechts. Alter. Okay. Der Anwalt Richard Felton unten rechts, Professor und Firmenpartner Albert Elias, großes Bild, sitzen in Untersuchungshaft. Letzterer wurde angeblich von Mr. Felton angeklagt. Er beschuldigt Mr. Elias, seine Firma dazu verwendet zu haben, um pharmazeutische Experimente durchführen zu können. Tatsächlich kam die Warnung von Einwohnern, die für die Firma tätig waren, den Ashmans. Die Ashmans haben da, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit zu tun. Es gibt ja mittlerweile schon den zweiten Teil. Und ich meine, ich habe gelesen, dass da auch irgendwas mit den Ashmans los ist. Also zu tun hat. Also da, ne, in dem Game und so. Egal. Die Schwestern des angrenzenden Klosters bewirtschafteten das Gebäude und kontrollieren die Ernte.
Den Symptomen des Berichts zufolge schmerzvolle Geschwüre, Übelkeit, Vermehrung von Parasiten, bla bla bla. Okay, ihr könnt hier euch ruhig still lesen, aber wenn ich hier die ganze Zeit alles vorlese, dann zieht sich das einfach nur in die Länge. Ich wette, die Story kriegt man auch so mit, ohne komplett alles durchzulesen. Irgendwie andere Seite ansehen? Alter. Du verdammter Piep. Hast du gesehen, was sie über mich in den Nachrichten geschrieben haben? Du wolltest mich betrügen, aber ich werde zu dir kommen. Oh, ganz sicher werde ich das. Angefangen mit deiner Tochter. Glaubst du nicht, dass sie weiß, wer ihr wahrer Vater ist? Ich bin mir sicher, er würde sich freuen, wenn er erfahren würde, dass sie seine Tochter ist. Zeig, dass du den Mut hast und übernimm Verantwortung. Was sag ich? Mut! Du hattest nie Mut. Gut. Okay. Do you believe in God, Miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words. They didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Naloxone? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? Hmm. The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No... My Mr. daughter. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this?
Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or as you called her? Jennifer? I asked you a question! Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. You know the way. How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Ja, ich möchte speichern. Dankeschön. Halte Ausschau nach den Spiegeln mit dem Metronom. Ab jetzt kannst du dein Spiel nur durch sie speichern. Oh, schön. Es gibt nur einzelne Speicherpunkte. Tutorial, Taschenlampe. Rechten Stick reindrücken, um die Taschenlampe zu benutzen. Manche Bereiche der Feltenwälder sind sehr dunkel. Es könnte schwierig sein, sich darin zurechtzufinden. Drücke die Taschenlampentaste, um dir den Weg zu leuchten. Die Taschenlampentaste. Alles klar. Tatsächlich. Wir frieren. So, diese Cutscene war meiner Meinung nach leicht verwirrend. Ein wenig aufschlussreich. Aber mehr verwirrend, finde ich. Ja, toll, jetzt sind wir wieder ins Haus rein. Ich hatte das Mikro aus. Ich habe geschrien, geh da nicht wieder rein. Fahr nach Hause, es ist nicht dein Kind. Hau ab da. Aber Dr. Reed hat nicht auf uns gehört. Was ist das?
Kombinierbar. Inventar öffnen. Schnellauswahl, bla bla bla. Ablenkungsgegenstände werden benutzt, um deinen Gegner zu verlangsamen oder abzulenken. Du kannst maximal 3 davon tragen. Wenn du einen Ablenkungsgegenstand aufgenommen hast, kannst du diesen im Inventar oder via Schnellauswahl ausrüsten. Es gibt 3 verschiedene Typen. Werfbares. L2 zielen, L2 werfen. Halte die Zieltaste gedrückt, um deinen auf deinen Gegner zu zielen. Alles klar, um auf deinen Gegner zu zielen. Nutze die Ablenkungsgegenstand werfen Taste, Alter, um den Gegenstand zu werfen. Du kannst diese Gegenstände nutzen, um deinen Gegner in eine andere Richtung zu locken oder um ihn für eine Weile zu verwirren. Platzierbares. Ja, gut, das kenne ich. Das habe ich schon irgendwo gesehen. Das kannst du irgendwo hinsetzen und dann macht das Geräusche und lockt den Gegner an. Bla bla bla. So, das haben wir mitgenommen. Ich habe wirklich geschrien. Geh da nicht rein. Hau ab, setz dich in den Bulli und verpiesel dich. Warte mal, irgendwo war denn Ducken? Da war Ducken. Andere Seite. Alter, was? Achso, Dezember 68. Glücklich vereint. Schön. Lalalalala, da ist nichts drin. So, Leute. Ich würde sagen, bevor wir hier nochmal ordentlich reinrutschen, beende ich die Folge. Gut, die erste Folge war jetzt noch nicht wirklich sehr horrorig, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Mein Tipp, bleibt bitte dran, auch bei den nächsten Folgen. Die Atmosphäre und die Story, das ist wirklich relativ dicht. Die Story ist ein bisschen verworren, ein bisschen ja, kompliziert würde ich jetzt nicht sagen, aber gut, also ich finde sie gut. Soweit ich weiß, würde ich mal sagen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.